So, jetzt soll es klappen. Hallo, schönen guten Abend. Liebe heilt. Das haben wir schon ganz, ganz oft gehört. Und ich habe heute einen unglaublichen Download bekommen, wo für mich nochmal so, so, so heilend war. Und das möchte ich mit euch teilen. Und zwar eins der großen, großen, hallo, hallo. Ich habe noch nicht groß angefangen. Eins der großen Probleme, die wir haben, ist, dass wir uns eben dieser heilenden Liebe, dass wir uns da abtrennen davon. Ja, Liebe heilt, aber damit Liebe uns heilen kann, hi, hi, damit Liebe uns heilen kann, müssen wir in Verbindung mit dieser Liebe kommen. Und unser großes Problem, obwohl wir wissen, dass Liebe, bedingungslose Liebe, die höchst schwingendste Energie ist, die es da gibt, das ist die göttliche Intelligenz, die göttliche Liebe, die uns heilt, die nichts mit dieser bedingten Liebe zu tun hat. Nichtsdestotrotz haben wir alle, das machen wir automatisch, dass wir unsere Liebesempfangskanäle und unsere Liebesgebekanäle entweder verengen oder total abdrehen. Und dieser Download, wo ich heute hatte, da war ich draußen, es hat so geschneit beim Spazierengehen und plötzlich war das so, so präsent und ich habe angefangen, einfach zu sagen, okay, ich heile jetzt jeden einzelnen Moment in meinem Leben, wo man mich lieben wollte, wo ich es nicht zugelassen habe, wo ich nicht erlaubt habe, geliebt zu werden. Und ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Also das sind so, so Situationen, wenn man verletzt worden ist oder wenn man mit jemandem ein schlechtes Gespräch hatte, wenn man sich ausgenützt gefühlt hat und so weiter. In diesem Moment verschließt man sich der Liebe. Und das, wenn du das nicht heilst, wenn du das nicht öffnest, bleibt es so wie im Unterbewusstsein, bleibt da wie so ein Knoten. Also wenn zum Beispiel dich jemand betrogen hat oder respektive du hast dich betrogen gefühlt oder du hast dich belogen gefühlt, in dem Moment hast du wie so eine Verbindung, aber also, wenn du unendlich viele Verbindungen hast zur Liebe, dann hast du in diesen Situationen oder in Bezug auf diesen Situationen machst du zu. Ja? Und zwar hast du dann noch endlos minus eins oder endlos minus zwei, endlos minus drei, aber das sind ja im Lauf eines Lebens. Und wenn du dich an die erinnerst, an diese Situationen, an diese Gegebenheiten, an diese Beziehungen mit den Menschen, wo du nicht erlaubt hast, wo du nicht willst, dass diese Menschen dich lieben. Es geht nicht darum, ob die dich lieben wollen, aber irgendwann mal wollten die dich lieben, weil du bist in einer Beziehung mit diesen Menschen gewesen, egal ob wie lange die war oder wie intensiv die war, ob es die freundschaftliche Beziehung war oder ob es eine Liebesbeziehung war oder ob es eine Eltern- oder Geschwisterbeziehung war. Diese Menschen wollten dich irgendwann mal lieben. Und da sind häufig Situationen nah, wo Verletzungen da waren und wo du auch mit Menschen nichts mehr zu tun hast, wo du auch die Menschen nicht mehr siehst. Aber nicht jede einzelne Beziehung gilt es hier zu betrachten, aber diese Beziehungen, wenn sie dir in den Sinn kommen, zu erkennen und anzunehmen, dass all diese Liebe, die du aus diesen Kanälen nicht zugelassen hast, dass die jetzt zu dir fließen darf. Also nehmen wir irgendeinen Ex-Freund oder irgendjemanden, mit dem du dich gestritten hast oder einen Ex-Chef oder sowas. In dem Moment, wo du dazu machst, weil du da nichts mehr wissen willst oder weil da eine schlechte Erinnerung ist, weil da ein schlechtes Erlebnis ist, nimmst du dir ein Stückchen Liebe weg. Sozusagen, die für dich da wäre. Und wenn du das heilst und sagst, der XY, ich nehme alle Liebe an, die dieser XY mir jemals
geschickt hat oder jemals bedacht hat. Ich nehme jetzt alle Liebe an. Ich sage es jetzt zum Beispiel in Bezug auf meine Mutter, weil, sag ich, von der wollte ich nie geliebt werden. Ich wollte auch nicht, dass sie mich küsst, weil sie immer so bösartig war, weil sie gemein war, weil sie halt nicht lieben konnte. Und dieses zu heilen, indem du sagst, ich nehme jetzt alle Liebe an, die meine Mutter mir jemals geben wollte. Auch wenn sie geschrien hat oder keine Ahnung, wenn sie bösartig war, irgendwo die Wahrheit ist ja, sie wollte mich lieben, ja? Sie konnte halt nicht mich so lieben, dass ich es erkennen konnte. Sie konnte halt nicht mich so lieben, dass es sich für mich gut angefühlt hat. Aber die Wahrheit ist, sie hatte die Intention, mich zu lieben. Und so ist es bei allen anderen Menschen auch, ja, mit denen wir irgendwie Streit oder Stress hatten oder wo es nicht wirklich funktioniert hat, wo es nicht in Harmonie kam. Da war immer irgendwann mal die Intention dahinter, dass der Mensch mich auf seine Art und Weise lieben wollte. Da wollte Liebe zu mir kommen. Und all diese Sachen, all diese Situationen, die habe ich heute nochmal mit so einem speziellen Wusch geheilt und habe gesagt, ja, ich nehme sie an, ich nehme sie an, egal wie sie, in welcher Form sie da war und in welcher Form ich sie abgeurteilt habe, in welcher Form ich mich davon getrennt habe. Jetzt bin ich bereit, die Liebe hinter jeder Beziehung, die sich scheiße oder schmerzlich angefühlt hat, zu erkennen und anzunehmen. Und das gibt so viel Power von Liebe wieder, weil du diese verschlossenen Kanäle, wo du nicht bereit warst, die Liebe anzunehmen, plötzlich öffnest und dann darf es strömen. Und wenn du das mal machst, in einer Art Meditation für dich alleine, dann wirst du merken, wie dein Herz aufgeht, weil du erlaubst, dass du geliebt wirst. Und zwar nicht von dem, wo du dir aussiehst und auch nicht auf die und die und die Art und Weise, die du dir ausgesucht hast, sondern du nimmst sie bedingungslos an, diese Liebe, die da ist, die für dich da ist. Und das ist die eine Richtung. Und die andere Richtung ist eben auch die, dass du dir erlaubst, diese Menschen zurückzulieben, diese Situationen zurückzulieben, die schmerzhaft waren, die nicht schön waren, und dass du sagst, ja, ich erlaube mir, keine Ahnung, den Mann, hallo Maria, den Mann, der mich betrogen hat, zu lieben. Ich erlaube mir ihn jetzt, diesen Mann zu lieben, da diesen Kanal wieder aufzumachen. Es bedeutet nichts, es hat auch keine Bedingung dran, ich muss nichts machen. Es fehlt mir nichts, es ist nur dieser Kreislauf kommt wieder in Schluss, dieser Kreislauf. Ich darf geliebt werden und ich liebe. Und ich liebe einfach, weil ich hier bin, um zu lieben, um diese Energie zur Liebe durch mich zirkulieren zu lassen. Und ich lasse nicht zu, hallo Katrin, und ich lasse nicht zu, dass durch irgendeine Bedingung, durch irgendeine Wahrnehmung, durch irgendein Urteil, dieser Liebeskanal entweder in die eine oder in die andere Richtung verschlossen ist. Und somit verbindest du dich wieder mit deinem göttlichen, mit deinem wahren Sein, das aus der Qualität der Liebe besteht. Und da gibt es richtig Power, wenn du das machst, ja? Wenn du dir wirklich einfach erlaubst, all diese Sachen, die du dir verboten hast zu lieben, weil sie schlecht waren, weil sie dir wehgetan haben, die zu lieben. Und jetzt sind ein paar da. Ich habe eben diese andere Richtung vorher schon erklärt. Ihr müsst dann halt nochmal von vorne anfangen, wie es ist, wenn du erlaubst, Liebe zu empfangen von Leuten, die du halt abgesperrt hast oder gesagt hast, sie sind gemein oder waren böse zu mir. Ich möchte diese Liebe nicht empfangen. Und wenn du das machst, dann wirst du merken, wie dieses Herz aufgeht von dir und wie diese Power, diese Heilpower der Liebe in deinen Körper spürbar wird. Da kannst du wirklich, merkst du, dass du offen bist und dass du wirklich diese ganzen Bedingungen und diese ganzen Erinnerungen mit einem Wusch nochmal freigewaschen hast. Und das ist für mich die Art und Weise, wie Liebe heilt. Aber Liebe kann eben nicht heilen, wenn du die Schleusen
zu hast, egal in welche Richtung, reinkommend oder hinausgebend. Und diese Schleusen zu öffnen, die Bedingungen rauszunehmen, dann kann Liebe heilen. Ja, dann kann sie Emotionen heilen, dann heilt sie Verletzungen am Körper, dann heilt sie überall. Und das ist eben eins von diesen wunderschönen Sachen, dass wenn du mehr und mehr Klarheit kriegst, dann weißt du, du kriegst die Info, was du gerade brauchst. So wie ich heute beim Spazierengehen plötzlich machst, pam, mach das jetzt. Liebe die Leute, die du echt abgelehnt hast. Liebe die Menschen, die dir verletzt haben. Erlaube diesen Menschen, die dich verletzt haben, dass sie dich jetzt lieben können, weil wir haben ja keine Zeit. Es ist ja alles jetzt. Und in dem Moment, wo du änderst und transformierst, passiert ein Wunder. Was schreibst du da? Wie ist das bei toxischen Beziehungen, wenn derjenige den Kontakt sucht, es aber klar ist, dass ein Kontakt keine Klarheit bringt, manipulative Strukturen wieder sofort loslegt. Darum geht's überhaupt nicht. Du musst nicht in Kontakt mit diesen Personen sein. Überhaupt nicht. Das ist eine energetische Geschichte. Das ist eine Geschichte, die machst du mit dieser Person. Ich weiß, da gibt's ja diese Energiebänder oder sowas zu trennen. Ja, da gibt's ja dieses Ritual. Aber es geht nicht darum, um irgendwelche energetischen schlechten Geschichten abzuschneiden, sondern es geht darum, wirklich die Wahrheit wieder fließen zu lassen. Und die Liebe ist nun mal die Wahrheit und die Wahrheit hat keine Bedingungen. Und wenn du mit jemandem eine toxische Beziehung hast, dann darf der da bleiben, wo er ist. Nur du darfst sie in dir heilen. Du darfst dir erlauben, dass auch dieser toxische Mensch dich lieben wollte. Und du darfst dir erlauben, diese Liebe anzunehmen, ohne Bedingungen, weil Liebe kann nicht toxisch sein, Liebe kann nicht manipulativ sein, sondern Liebe ist oder ist nicht. Und in jeder Beziehung ist der Kern ist Liebe. Und wenn du dir dann von diesem toxischen, aus dieses ganze toxische Manipulative wegnimmst und sagst, ja, ich anerkenne, dass da Liebe im Spiel war, dass da Liebe fließen sollte zu mir und dass auch von mir Liebe nach außen fließen sollte zu dieser Person. Nicht, dass du was machen musst, nicht, dass du den jeweils wieder treffen musst, nie wieder damit mit ihm reden musst. Egal, aber reinige diese Energie. Mach diese Schleuse auf, die dir diese Lebensenergie, die Liebesenergie, die Heilenergie verschmälert, weil da zu ist. Mach's einfach auf, ohne eine Bedingung, ohne dass irgendetwas sein muss. Der darf mit Liebe dort sein, wo er ist, aber du möchtest deine Energie quasi, deine Liebe, die dir zusteht, wieder zulassen und sie dann loslassen. Und die Geschichte für beide umschreiben, so fließt die Liebe und die neue Situation in beide Richtungen, kannst du machen. Aber im Prinzip, eine Geschichte ist auch wieder irgendwas mit Bedingungen. Wie soll es ablaufen, bla bla bla. Wenn du aber einfach sagst, ich mache es nur energetisch, ich brauche auch keine Story, wo Menschen irgendwie miteinander interagieren. Ich erkenne nur, da hätte Liebe zu mir fließen sollen. Ich habe sie nicht zugelassen. Jetzt lasse ich sie zu. Ich nehme sie komplett an. Und ich hätte eigentlich auch Liebe dorthin fließen lassen dürfen. Also darf da Liebe sein. In jeder Scheißgeschichte darf auch Liebe sein. Wenn du sie nicht beurteilst als Scheißgeschichte, dann ist es einfach eine Geschichte. Und in jeder Geschichte ist Liebe, in jeder Situation ist Liebe, in jeder Beziehung ist Liebe, in jeder Blume ist Liebe, ja. Einfach wirklich all diese Stories und all dieses Menschliche und dieses Ego-Zeug rausnehmen, auf die energetische Ebene gehen und diese wunderbare Liebe wieder reinkommen zu lassen in dich und diese Schleusen, diese einfach öffnen und sagen, ist doch egal,
Auch wenn es ein Arschloch ist, der wollte mich mal lieben und ich habe es nicht empfangen. Jetzt kommt's rein. Auch wenn es ein Arschloch ist, ich wollte den mal lieben. Jetzt darf's raus. Habt ihr noch Fragen? Sonst wäre ich hier eigentlich fertig. Das ist das, was ich euch mitteilen wollte, dass so wirklich dieser Fluss der Liebe wieder kommen kann und dass wir uns wirklich, dass du merkst, wenn du da reingehst und sagst, yes, 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 ich nehme es an, Arschloch, darfst mich lieben, keine Ahnung, betrügender Ehemann, oh, die Liebe darf auch reinkommen, die du mir geben wolltest, bam, du füllst dich so auf und du lässt es auch gleichzeitig wieder raus, weil es bedingungslos ist und dann sind wir hier im göttlichen Fluss, in der göttlichen Harmonie und Heilung wird hergestellt. Ich hoffe, das hat euch geholfen. Und sorry nochmal für die Verspätung. Ich hatte noch ein Gespräch mit einer ganz, ganz tollen Frau, die will morgen noch starten ins Magic Mind. Und es ging dann noch ein bisschen länger. Und ja, also sorry, normalerweise, wenn ich sage 18 Uhr, dann bin ich schon auch 18 Uhr da. Also ihr Lieben, ich wünsche euch einen ganz schönen Abend. Ciao, ciao.